sind sie überrascht. Ja, ich hätte lieber mal besser zuhören sollen, als sie damals was darüber erzählt haben. Jetzt kannst du die Kappe nochmal anziehen und ins Gesicht ziehen, damit man deine Augen nichts. In Meilen, oder? Weil wir sind ja in den USA. Kann man sich da richtig blamieren? Wir können uns beide richtig blamieren. Nein! 99 Zentimeter. So. Gut, Christian. Ich weiß, du hast doch 780 da stehen. Eine kleine Rechnung. Hast du schon was aufgeschrieben? Bist du richtig am Rechnen oder was? Ja, Mann. Also ich habe ja schon aufgeschrieben. Grobe Dinge. Das ist für ein Tag und jetzt machen wir nochmal das. Dann haben wir 4x50. Das sind 200. 1, 2, 3, 4, 20 Millionen, oder? 20 Millionen. So. Ich habe jetzt alle 2 Minuten landet oder startet ein Flugzeug. 100 ungefähr pro Flugzeug. Zählen die Kleinen auch dazu? Nee, die zählen nicht dazu. Ja, ich habe 20 Millionen. Also ich wäre stolz, hätte ich sowas aufgeschrieben, muss ich wirklich sagen. Vielleicht waren die 15 Stunden zu wenig. 7 Stunden Nachtflug verboten, ne? Von 6 bis 11 wird geflogen. Ja, okay. Das sind die Fehler. Und nicht, da bist du da? Nein. Ich war ab und zu im Phantasialand. Dann heißt südlich von Hamburg der Heidepark, genau. Ja, ich war ja öfters im Europapark, aber ich glaube nicht. Das war jetzt am Montag im Europapark. Echt? Hm? 139,99. Ich habe 200 genommen. Ich wollte erst 90 Euro aufschreiben, so eine Scheiße. Im Europapark 35,40. Jetzt blamieren wir uns. Rein, glaube ich, zu wissen, wie lang der ist. Ist der sehr, sehr viel länger als der europäische Otto-Normal-Fluss oder? Also 50 Kilometer ist ein bisschen wenig, ne? 42.000 ist der Äquator, also da müssen wir drunter bleiben. 3.000. Okay, 1.500. Warte kurz. Gut, wir gratulieren. Chris, ja, danke, dass du das sehr gut gemacht hast. Ja. Machen wir die letzte Schätzfrage noch, oder? Ja, komm. Okay, komm, wir lassen sie. Luftlinie.org, das habe ich sehr oft gespielt. Ja? Ja. Wenn du jetzt wieder anfängst zu rechnen, ist das echt bodenlos, ne? Die Frage, man fliegt aber so, glaube ich. Mit Zwischenstopp normalerweise hier. In Abu Dhabi war ich aber auch noch nicht. Melbourne. Wie lange fliegt man nochmal nach... Bitte keine Tipps. Okay, ich hätte was. Warte. Ja. 13.000. Ich bin weniger 7.000. Ich habe auch gerechnet, ja. 15 Flugstunden ungefähr. Äquator 42, die Hälfte. Das kann maximal 21 sein. Und viel weiter kann es halt gar nicht sein, ne? Gut, super. Hat Spaß gemacht, war toll. Soll ich irgendwas aufräumen, hier einen Koffer mitnehmen? Es lag an der Brille übrigens. Ich habe nicht richtig gesehen.